Hallöchen. So, ihr seht schon das Unboxing-Messer. Aber erstmal noch kurz was in eigener Sache. Und zwar habe ich mich jetzt doch entschlossen, einen Zweitkanal aufzumachen. Wo halt alles das reinkommt, was jetzt mit RC nichts zu tun hat. Zum Beispiel jetzt diese Loot-Chest-Unboxings und sowas. Ja, ich merke halt einfach an eurer Reaktion, dass das hier halt nicht hingehört. Und deswegen einfach den Zweitkanal, kostet ja nichts. Und von daher, viel mehr Arbeit macht es auch nicht. Von daher habe ich mich dazu nun entschlossen. Der Link ist in der Beschreibung unten, in der Infobox. Der Kanal heißt The German Unboxing Channel. Und ja, für die Leute, die es interessiert mit diesem Loot Chest Unboxing, was da noch so alles kommt, schaut vorbei, lasst ein Abo da und ja, das soll soweit erstmal davon gewesen sein. Jetzt packen wir erstmal aus. Und zwar habe ich zwei Päckchen bekommen. Und zwar eins von Boris. Muss ich mal kurz ein bisschen Platz machen hier. Weiß gar nicht jetzt, wie ich das aufmachen soll. Ich hoffe, ich mache nichts kaputt. Und dann kam auch noch mein Mission D von Hattel zurück. Da gucken wir auch gleich mal rein. Aber erstmal machen wir hier das kleine Päckchen. Was wir hier haben. Ich hoffe, ihr seht alles. Wir haben einen Sticker. Der Boris weiß nämlich, dass ich so ein Sticker-Fetischist bin. Im Hintergrund drehen meine Katzen wieder durch. NLP, Look Smart, Horizon, cool. Gelb? Ah, deswegen gelb. Alles klar, jetzt habe ich's. Jetzt macht's Klick. Was haben wir denn hier noch alles? Exit RC. Was ist das? Geoflow. Ah, okay. Was haben wir hier? LAP, LAP, LAP. Federn. Da kann ich mir auf jeden Fall was Cooles draus basteln. Sowas kann man immer gebrauchen. Ein paar Kabelbinder. Was ist das? Wüste. Ah, das ist bestimmt so ein wie heißt das? Traubenzucker-Ding. Ihr wisst schon. Und Lachgummis für meine Kids. Da freuen sie sich. Süßigkeiten kommen immer gut an und noch ein paar Kabelbinder. Top. Dankeschön, Boris. Das freut mich. Meine Kinder wird es auch freuen. Deswegen gelb. Jetzt habe ich das erst verstanden. Das muss ich jetzt erstmal zur Seite packen. Ja. Machen wir mal weiter, was ich noch in Hattel sein Paket. Das ist leider zu groß. Das passt hier nicht hin. Und zwar. Das sind LED-Schläuche bzw. Unterbodenbeleuchtung von dem Carson Kit. Die hat er übrig gehabt. Hat er mich gefragt, ob ich die noch brauche. Habe ich gesagt, klar. Immer her damit. Die löte ich noch irgendwie in meinen Crawler mit rein. Oder in irgendeinen davon. Dann war dabei ein Pippi-Langstrumpf-Buch. Ja, dazu, ja, waren wir im TS oder? Ne, ich glaube, wir waren in der WhatsApp-Gruppe. Und er hatte gesagt, er fährt jetzt zu McDonald's. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich nehme eine Junior-Tüte. Und der Spacko hat das tatsächlich gemacht. Ist leider schon eine Weile her, deswegen sind die Pommes und die Burger nicht mehr dabei. Aber das Buch. Auf jeden Fall cool. Pippi Langstrumpf kennt jeder. Kinder werden das dann wahrscheinlich verschlingen, das Ding. Hoffe ich zumindest. Lesen ist immer gut. So, dann geht's weiter. Da war ja so ein Päckchen dabei und da steht Bonus drauf. Ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Das war so nicht geplant. Aber das werden wir gleich herausfinden. Ja, mich grinst schon was an. Was hat er denn hier alles drin? Geil, die habe ich als Kind, habe ich die Dinger gesammelt wie ein Wahnsinniger. Das ist ja richtig geil, ey. Das finde ich cool. Prototypen. Ich sehe schon ihr 8. Das muss ich jetzt aufmachen.
Da müssen wir jetzt ein bisschen. Ah, geh doch mal weg. Pfui. Was haben wir hier? Bertone. Audi Quattro Konzept. Lamborghini. Jaguar Infiniti Peugeot. Ja, coole Sache, ey. Richtig coole Idee. Lass mal zur Seite. Ein Bobbycar. Coole Sache. So ins hat meine Tochter hat, glaube ich, so ins schon. Coole Karre. Mit Weißbandreifen. Wie sich das gehört. Ein Pinsel. Pinsel sind auch immer gut. Zum Saubermachen oder sowas. Das Ding ist cool. Das habe ich bei Ihnen im Video gesehen, habe gesagt, hey, was ist das für ein Teil? Ich dachte, das ist irgendwas von, keine Ahnung, Tamiya Hoodie oder irgend sowas Teures. Aber es ist von Obi. Verrückt, aber wahr. Mega cool, das Ding. Werde ich auf jeden Fall testen. Und, jetzt fällt es mir wieder ein, was da noch drin sein könnte. Der hat echt einen Schaden, oder? Der hat einen Schaden. Guckt euch das an. Das sind alles Revell-Farben. Die sind hier doppelt gestapelt. Also hier sind immer noch welche drunter. Das ist, ich habe keine Ahnung. Was ist das hier alles? Dekasoft. Night Color, das leuchtet wahrscheinlich im Dunkeln. Color Stop. Alter, hat der einen weg. Geile Nummer. Was ist das hier? Aqua Color Mix. Ach du Scheiße, ey. Krass, okay. Dazu. Ich habe in der letzten Zeit einen Trabant aufgebaut. Für meinen Vater. Und da sind halt nie alle Farben dabei. Das war so ein fertiges Kit halt. Da waren nicht alle dabei. Er hat sich dann angeboten. Mir, ich glaube, ich brauchte noch 3 Farben oder so, aber schaut selber. Es sind ein paar mehr geworden. Adel halt, ziemlich kranker Typ. Auf jeden Fall. Richtig geil. Ich pack das erstmal jetzt hier wieder rein, dass ich erstmal zum Hauptding kommen kann. Wo ich am meisten drauf warte und gespannt bin. Und zwar den Mission D. Den hat Hattel ja komplett überarbeitet auf seinem Kanal. Alles in der Videobeschreibung. Den Hattel findet ihr unter Mein Lackierer. Hier haben wir noch ein paar Teile, die hat er nicht verbaut, weil es wohl nicht gestört hat. Dann haben wir hier noch die originalen Felgen. Packe ich das erstmal bloß so raus hier. Dann haben wir hier den Front. Ich komme jetzt nicht drauf. Auf jeden Fall, jetzt ist ein Freilauf eingebaut. Das ist halt das Diff, sag ich mal, was vorher drin war. So, jetzt gucken wir mal. Dass ich es hier wegkriege. So. Hat er hier zusammengeklebt. Also sieht das zumindest aus. Das Ganze mal an. Okay, drinnen hat er auch ein bisschen aufgeräumt, so wie es aussieht. Wow. Krass. Hat sich ganz schön verändert. Also er hat diesen Steg hier hat er neu gemacht. Er hat Dämpferbrücke vorne. Dämpferbrücke hinten hat er neu gemacht. Er hatte gesagt, er hat einen Zettel reingepackt.
wo alles draufsteht, was er gemacht hat, hat er aber anscheinend nicht. Oder? Habe ich das vergessen? Nee. Hat er anscheinend doch nicht gemacht. Oder ich bin zu doof, ihn zu finden. Auf jeden Fall hat er, was hat er noch alles gemacht? Er hat Riemenspannung eingestellt, er hat Sturzspur, Stoßdämpfer, er hat alles. Ja. Im Prinzip einmal komplett zerlegt und dann wieder aufgebaut. Ich finde den Sturz gerade total krass. Das könnt ihr jetzt schlecht sehen. Aber die Räder sind extremst schräg. Ich bin echt gespannt. Federn, ja, hat er halt weicher gemacht. Krass. Krasse Nummer. Ah, er ist das wahrscheinlich ohne. Ja, er ist das ohne gefahren. Deswegen hängen die, also ohne meine Karo. Deswegen hängen die hier so lose drin rum. Er sagte, den Sturz muss ich wahrscheinlich nochmal einstellen, weil das auf eine andere Karo jetzt angepasst ist. Muss ich nachher mal testen, inwiefern der Sturz jetzt nicht hinhaut, also ob es irgendwo schleift oder so. Aber krass. Richtig krass. Bin gespannt, wie er sich es fahren lässt, ob das jetzt wirklich so einen riesen Unterschied macht. Und tja, dann würde ich sagen, das war's erstmal. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, mit was ihr so driftet und was ihr überhaupt vom Driften haltet. Viele finden es ja unnötig. Ich habe auch schon oft gehört, dass manche Leute Crawler unnötig finden und sowas. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Bin gespannt und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.